Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von City Skylines hier in unserer Stadt Philadelphia. Ja, wir gehen mal rein in die ganze Szenerie und ihr seht schon in der Übersicht, die ich jetzt hier mal festgestellt habe, dass wir sehr viele rote Icons über Industrie und über Büropark haben. Wenn wir uns das mal im genauen Detail angucken, dann heißt das, nicht genügend Produkte bzw. keine Käufer für Produkte, grenzen sie mehr Gewerbegebiete ab. Das sehen wir zum Beispiel hier bei den ganzen Büros, auch hier bei den Büros. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir hier mal in die Industrie reingehen. Auch die wollen mehr Gewerbegebiete, obwohl aktuell der Balken für mehr Gewerbegebiete nicht so groß ist. Wenn wir dann mal auf Gewerbegebiete gehen, dann gibt es aber vereinzelt nur jetzt hier der Hinweis, nicht genügend Kunden. Also dort sind wiederum mehr Wohngebiete gefragt. So, das ist jetzt eben die Frage, was wir tun. Hier ist es übrigens auch, das ist ja auch ein Gewerbegebiet, auch hier nicht genügend Kunden. Ja, heißt also, wir sollten weiter auch an Wohngebieten arbeiten, einfach mal zur Verfügung stellen, wie viele da auch immer hinziehen, dass wir das schon mal erledigt haben. Hier ist übrigens auch Gewerbe, sprich auch dort fehlen Kunden. Deswegen würde ich grundsätzlich gerne jetzt in Taconi weitermachen, weil, wie gesagt, wir haben ja gar nicht mehr so viel Möglichkeiten. Natürlich haben wir, können wir überall noch was hinbauen, aber hier oben wollten wir ja, wo war das? Ach ja, genau, hier. Das war, ist aber auch eher in dem Bereich. Wollten wir ja noch so ein, ja, nicht so, also gering besiedeltes Wohngebiet machen, hier an diesem schönen See. Ja, man könnte ihn den Acapulco-Berg nennen, weil wenn hier oben jemand wohnt, könnten die hier runterspringen. Alias in Acapulco. Gut, aber das nur am Rande. Ich würde sagen, wir machen das hier. Genau, machen wir hier. Dann fangen wir damit mal an, dass wir das hier weiterentwickeln. Und zwar sind wir ja hier relativ nah an die Autobahn auch dran gegangen. Weil wir ja auch gesagt haben, das ist eigentlich so ein Gebiet, wo wir ja auch keine Schule hinbringen wollten, für alle nochmal, die nicht dabei waren, weil wir ja sehr viele Icons hatten mit Suchen ungebildete Arbeiter. Das hat sich allerdings dann doch so gegeben, dass die Leute, wie man sieht, hier relativ gut gebildet sind. Auch hochgebildet, aber hauptsächlich gut gebildet. Also die suchen sich schon ihren Weg. Ja, der Bodenrichtwert übrigens ist hier noch blau, was ja nicht so gut ist. Der ist jetzt hier natürlich sehr ausgeprägt. So Schulen und so weiter habe ich jetzt auch gelesen in einem dieser Tipps, die immer vorne kommen oder Unis und so. Die sorgen auch dafür. Wobei hier ist zum Beispiel eine Uni und hier ist es jetzt immer noch bläulich. Also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber gut, es geht da jetzt erstmal darum, dass noch ein paar Leute kommen und hier wohnen. Und deswegen werden wir das jetzt mal hier erweitern. Ich glaube, wir können hier auch direkt Wohnraum entstehen lassen und gehen dann, ja, würde ich doch durchziehen, oder? Ja, ich würde das mal bis hier durchziehen, beziehungsweise bis hier haben wir es ja, glaube ich, ne? Habe ich jetzt, ja, jetzt guck mal, jetzt habe ich gering besiedeltes gemacht, das wollte ich natürlich jetzt in dem Fall nicht. Hier sollte dicht besiedeltes hin. Und bis hier, genau, dann könnte man nämlich durchaus an dieser Hauptstraße weiter mit dem kleinen Gewerbegebiet arbeiten. Und dann müssen wir uns jetzt mal überlegen. Ja, dann fangen wir doch oben wieder an. Dann lassen wir doch hier Platz für Bäumchen und machen jetzt hier eine Straße rein, um dann quasi da weiterzumachen. Ich wollte nur mal schauen, wir haben hier eine große Straße drin, hier haben wir eh eine kleine, da haben wir ja mal mit testweise angefangen. Und ja. Ich würde hier mit einer kleinen Straße arbeiten, aber mittig dann nochmal mit einer großen. Machen wir es so. Das ist die ganz klassische. Ja. Das ist gut hier. Dann gehen wir bis hier durch. Die Frage ist, ob wir nicht noch ein bisschen weiter gehen oder ob wir von da dann nachher mal ein Wohngebiet entstehen lassen. Ja, können wir immer noch verbinden, oder? Also wenn wir hier noch eine Straße reinziehen, könnte man ja auch hier Wohngebiete machen. Oder das gleiche nutzen, wie auch immer. Ja, dann ist auch übrigens die Frage, ob wir wirklich die große Straße. Komm, wir machen das so. Wir machen die große Straße mal bis hier rüber irgendwo. Irgendwo deswegen, weil wir dann sagen, wir machen hier dann diese Straße hin, von der ich gerade sprach. Die soll aber auch groß sein. Wollen wir jetzt auch nicht zu viel Platz verschenken, weil wir ja sowieso diesen Graben da haben. Da werde ich ja dann sowieso
Da muss aber doch noch ein nach da. So. Da werde ich ja dann schon mit Bäumchen arbeiten, sodass das ein Ausgleich ist. Dann können hier oben ruhig Häuser sein. Ja, dann könnten wir die Straße auch durchziehen. Wir haben übrigens aktuell, wo ich jetzt gerade auch über den Verkehr sage, ich aber muss immer wieder nachdenken, hatten ihn über 82, jetzt ist es bei 79, also auf jeden Fall so groß, so hoch wie noch nie. Also der Verkehr scheint momentan zu laufen. Ich sage immer scheint, weil das kann ja schneller vorbei sein, als einem lieb ist. Ich überlege gerade nur trotzdem, ob wir hier eine Einbahnstraße reinmachen, damit diese Kreuzungen etwas aufhören. Lass uns mal eine Einbahnstraße in die Richtung machen und wir machen, machen jetzt eine Einbahnstraße andersherum in die Richtung. Genau so. Und dann ruhig noch mal eine Einbahnstraße in die Richtung. Ja, bin ich mit einverstanden. Dann könnte man hier eventuell auch Gewerbe machen, wobei unser Hauptgewerbegebiet ist ja hier drüben. Wollte das jetzt nur mal hier so ein bisschen durchziehen. Ja, dann würde ich jetzt die Seite auch noch mal freigeben, bevor wir das anmachen. Und dann gucken wir uns natürlich um, gucken wir uns die Parks und was sonst noch so gefordert ist, gucken wir uns an. Komm, gehen wir schon mal frei. Wir haben ja Minus. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich finde, wo wir uns dran arbeiten an, oder was erarbeiten müssen. Deswegen war auch die Idee, mal Touren für die Touris anzubieten. Das haben wir ja bisher noch nicht gemacht, um die Einnahmequelle nochmal zu erschöpfen. Und gleichzeitig auch nochmal einen weiteren Stadtpark zu machen. Davon hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Oder habe ich es nur geträumt? Nein, ich meine, ich hätte davon gesprochen. Und das fände ich also auch nochmal gut. Und da habe ich mir auch schon nämlich einen Platz ausgeguckt. Jetzt müssen wir doch mal hier doppelt verschwenden. Aber Hauptsache, wir haben das alles so, wie es sein soll. Da zeige ich euch den Platz gleich mal. Jetzt lassen wir uns erstmal hierbei bleiben. Viel passiert ja nicht, wie man sieht. Parktechnisch sind die auch schon gar nicht zufrieden. Ach, guck mal, wir haben denen hier gar keinen Park gegeben. Das ist fein, nicht nett. Ich wollte die dann gehen wir mal kurz auf Pause, bevor da jetzt was passiert. Also bevor da was entsteht. Wir wollten die zwar von den... von der Schulbildung wegnehmen, aber nicht von dem Parks und Co. Jetzt überlege ich gerade, ob wir vielleicht dann hier noch so einen Stadtpark reinmachen. Wie gesagt, der eine läuft ganz gut und dann zeige ich euch mal, was ich noch vorhatte. Wo sind wir denn? Ich muss mich immer erst kurz orientieren. Ah, nee, das ist Richmond. Dann war das hier oben, genau. Hier könnte ich mir noch einen schönen Stadtpark vorstellen, auch wenn es hier ein Industriegebiet ist, aber hier so im Anschluss an dem Ganzen, das kleine Eckchen hier, habe ich gedacht, naja, natürlich könnte man hier noch Häuschen hinmachen, hier ist ja auch Wohnungsgebiet, haben wir aber hier ja auch ganz schön hingekriegt und hier ist der Park, also hier gegenüber nochmal mit dem richtigen Park, dass die Bahn da durchfährt, vielleicht kann die Bahn ja auch da anhalten, ne? Müssen wir mal gucken, apropos anhalten, da ist auch wieder irgendein Problem, sehe ich gerade, warum sind denn so manche in Anführungsstrichen Linien gesprengt? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist die 1, ich wollte aber die 2 sehen, war doch falsch. Dann gehen wir mal hier drauf. Das ist die Seilbahn, das ist Monorail. Das ist die Haltestelle. Funktioniert nicht. Dann lass uns die neu bauen. Das ist ja keine große Sache. Mit 2 Stationen kriegen wir das relativ einfach hin. Dann müssen wir natürlich hier noch wähle Typen. Da gibt es nur einen. Dann soll auch nur eine fahren. Und dann sollte der wieder so nebenbei mal eben funktionieren. Da ist er auch schon. Wunderbar. So, da wollten wir aber eigentlich gar nicht hin. Wir wollten in Taconi überlegen, ob wir da noch einen Park machen. Oder wir machen den Park hierhin, auf der Seite. An der Autobahn. Da profitieren die vielleicht auch von. Trotzdem brauchen wir hier was Kleines mal drin. Das ist natürlich auch zu wenig. Achso, ich hatte ja hier jetzt eventuell gedacht. Lass uns mal diesen kleinen, süßen
Nee, dann würde ich doch vielleicht den Tropengarten. Der ist auch nicht auch. Na, ganz ruhig. Auch nicht so groß. Hier haben wir ja Gewerbe, ne? Was ja grundsätzlich auch richtig ist. Aber irgendwie müssen wir hier mitten rein. Was war hier ein Gebäude? Dr. Office. Und hier Kinderkrankenhaus. Naja, das Dr. Office könnten wir ja auch hier hinsetzen. Könnten wir da vielleicht den Park hinkriegen. Den ich gerade ausguckte. Ja, und das passt auch. Wobei ich nicht weiß, ob der schräg wird. Ja, so leicht, aber ist egal. Hauptsache, die sind hier ein bisschen glücklich, was das angeht. Und die haben natürlich hier gegenüber diesen riesen Waldfriedhof. Nicht, dass sie auf dem Friedhof spielen sollen, aber ich meine, sie haben ja schon so ein bisschen was Waldtechnisches zumindest in der Nähe. Da überlege ich mal, diesen Kunstpark hier zu machen. Ja. Dann sind die nämlich hier auch bläulicher, was sie ja sein sollen. Und dann ist trotzdem die Option eines Stadtparks hier zwischen, also hier zwischen. Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Viel passieren tut hier nämlich nicht. Ich meine, die Icons, wenn die alle rot sind, kacken die natürlich auch irgendwann alle ab. Ne? Das können wir jetzt nicht so schnell beheben. Also wie gesagt, sie wollen Gewerbe. Das können wir sicherlich zur Verfügung stellen. Aber wir haben ja hier zum Beispiel, glaube ich, noch freies Gebiet. Ja, genau. Könnte sich also noch was entwickeln. Wir können ja das hier noch freigeben, also die Ecke. Nur, dass wir nicht alles, dass wir alles versucht haben, so rum. Und hier wollte ich es eigentlich nicht. Und hier können wir auch noch freigeben. Ja, das machen wir auch noch. Dann hättet ihr die Möglichkeit, was zu tun. Müsst ihr nur annehmen, ne? Momentan ist aber eher Wohnraum gefragt. Deswegen glaube ich schon, dass wir uns auch um die... Wir machen trotzdem mal Pause, weil wir ja Minus machen. Also da müssen wir jetzt wirklich mal aufpassen, dass wir ins Plus kommen. Machen wir jetzt hier den Stadtpark hin. Also irgendwie finde ich ihn hier nicht schlecht. Gucken wir mal auf die Übersicht. Parks und Plätze. Einzigartige Gebäude. Parkgebiete. Das ist ja einmal das, was wir jetzt meinten. Da ist ja der Zoo. Und wo ist unser Fillerpark? Da, Fillerpark ist auch als Gebiet. Ist ja schon ein Fünfer. Ja, ich würde das schon hier machen wollen. Eine Autobahn, ja. Also ein bisschen Ruhe findet man ja schon. Ist auf jeden Fall eine flache Fläche. Und dann haben wir genau dazwischen. Die andere Option wäre, das jetzt hier in der Mitte irgendwie zu machen, aber weiß ich auch nicht. Finde ich das jetzt so wahnsinnig schön? Hier ist natürlich, weil die Fläche, also weil die Option größer ist, ne? Auch noch eine Option. Ja, also irgendwie finde ich es hier nicht ganz so. Dann finde ich es schöner, wenn hier Hochhäuser sind, also sprich ein Wohngebiet ist. Ne? Und dann wiederum fände ich den Park hier schön. Komm, wir machen ihn hier hin. Relativ spontan einen neuen Stadtpark. So, wo war das? Stadtpark. Dann brauchen wir einmal das Haupttor. Ja, wäre schön, wenn das hier so ein Kreisel ist, oder? Aber da gehen die Leute, ist da eigentlich ein Bürgersteig? Da ist ein Bürgersteig. Finde ich irgendwie nice. Aber die haben ja auch so einen Parkplatz da dran, ne? Dann würden die ja da nicht so... Warte, ich gucke einfach mal, wenn ich kann umbauen. Doch, ich finde für mich, irgendwie hat das was. Was habe ich denn jetzt gebaut? Ist das das Haupttor? Parkhaupttor, ja. Sieht irgendwie so winzig aus. Da müssen wir die Gebiete jetzt erweitern. Und das war ja nicht so ein Gebiet, sondern Parkgebiet. Warum ist er denn so riesig? Hat er das angenommen? Da, ne, hat er nämlich nicht. So. Weiß ich auch nicht, warum der so riesig ist. Aber dann ist es so. Könntest du ja immer noch hier mit der rechten Maustaste so leicht abhacken, wobei der die Straßen immer als Punkt nimmt.
Ist auch nicht so wichtig. Königsgelände. So, Haupttor, Hammer. Dann brauchen wir natürlich einen Parkzaun. Den würden wir nämlich diesmal komplett einzäunen. Wenn das jetzt gerade überhaupt geht. Ich befürchte gerade, dass es das nicht tut. Aber wir müssen es so machen. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann darf der aber nicht so sein. Dann müssen wir den irgendwie anders hinkriegen. Ja, so zum Beispiel. Dann können wir nämlich mehrere Eingänge ja noch machen. Das ist ja das Schöne daran. Dann machen wir doch direkt hier noch so einer. War doch so ein Nebentor, ne? Und die brauchen auch Strom. Ich erinnere mich. Lass uns hier noch einen machen. Was habe ich mir jetzt gedacht? Zuerst das Ding machen müssen. Oder? Wie kriegen wir das denn dahin, dass es genauso ist wie da drüben? So kriegen wir das hin. Wunderbar. Soll der wirklich so riesig werden? Auf der einen Seite, aber so groß ist das gar nicht. Da kommen ja noch ein paar Sachen, die wir bauen müssen. So, jetzt machen wir hier noch so ein Nebentor hin. Jetzt will er aber die gleiche Höhe nicht machen. Das ist manchmal schon sehr verzwickt, oder meine ich das nur? Geht mir das alleine so? Das können wir nachher noch beenden. Wenn ich nämlich jetzt das Stückchen hier abnehme, werde ich den bestimmt hier beenden dürfen. Siehst du? Langsam lasse ich mich nicht mehr ganz so veräppeln von dem ganzen Game. So, jetzt wollen wir. Ja, das muss ja nicht parallel sein. Ich würde sagen, dass wir hier auch nochmal so einen Eingang machen. So fände ich schön. Ein bisschen versetzt. So, schön. Was bringen wir jetzt als erstes dahin? Also einmal gibt es einen Platz im Park. Hier ist alles schön rund. Das müssen wir gar nicht so. Ein Platz kommt übrigens irgendwie in die Mitte. Oder wir machen erstmal die Gänge. Mit Bäumchen natürlich. Ist aber nicht ganz mittig. So ist es ziemlich mittig. Guck mal, das passt nämlich dann auch mit dem Eingang. Dann mit dem Eingang. Da müssen wir ein bisschen krumm werden. So, jetzt ist die Frage, ob der Platz überhaupt noch passt. Ja, sicher, sicher. Der kommt dann mitten hinein ins Glück. Wir haben ja schon alles freigeschaltet, deswegen müssen wir da jetzt gar nichts mehr machen. Ich würde das Café dann direkt gegenüber setzen. Die Toiletten natürlich in der Nähe des Cafés. Ach, da gibt es noch eine Info, ne? Wo war die? Dann habe ich die übersehen. Ne, die kommt als drittes. Die Info soll aber am Haupttor sein und vielleicht einmal da gegenüber. Ich will aber versuchen, mal nicht so viele Kosten zu verursachen. Ja, das geht ja immer noch nicht mit dem Parksteg. Dann gibt es noch das Parkschachfeld. Damit wir dann auch letztendlich so, ja, wie sagt man, so effektiv wie möglich da fahren. Dann würde ich einmal hier das, was ist das? Das Klettergerüst und der Trampolinpark da. Dann war es das ja alles schon, bis auf die kleinen Pavillons. Und die kann man ja überall mal setzen.
im Eingang hier so ein kleines Schildermoped. Hier rum ist mir jetzt relativ wurscht. Sieht man im Detail dann sowieso nicht. So, Bänke, Tische hätten wir noch zur Verfügung, aber dafür haben wir auch die Pavillons. Aber wir haben ja auch diese. Ach, war da nicht auch irgendwie so eine Fläche? Ja, genau, da kommt es ja schon. Parkkacheln. Dann könnte man nämlich hier neben den Café, finde ich. Könnte man noch so ein paar Outdoor-Sitzplätze quasi machen. Ich meine, die Café ist ja auch Outdoor, aber gibt bestimmt auch was drin. So. Ne, diese finde ich schöner. Eins, zwei, drei, vier. Da gibt es einen Mülleimer. Oder zwei. Gibt es eine Laterne. Auch zwei. Und dann haben wir doch erstmal einen relativ schönen Park, der, den wir jetzt hier starten. Attraktivität von, eine Unterhaltung, steht dann da oben was? Da, Attraktivität von 600 haben. Ach, der muss trotzdem auch in die nächste Stufe. Also braucht er erstmal Besucher. Aber die brauchen Strom. Das ist das Allerwichtigste. Das muss ich, glaube ich, erstmal so klären, weil so schnell werden wir das jetzt nicht hinkriegen. Aber klären ist gut. Ne, das versuchen wir doch anders. Das versuchen wir nämlich doch mit den dicht besiedelten. Aber da das momentan nicht so viel ergibt, also auch hier nicht, müssen wir das erstmal anders regeln. Kommen wir denn von hier irgendwo da dran? Hier oben kommen wir dran, aber es sieht ja mal sowas vom Potten hässlich aus, aber dann ist es jetzt so. Haben wir erstmal geklärt und gewährleistet. Müsste jetzt Bläuchen werden. Zack, 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 alles gut. Dann können jetzt die ersten Besucher hier reinströmen. Es sind auch schon zwei, die hier stehen. Die geht zur Arbeit, die nutzt das als Arbeitsplatz. Ich brech zusammen. Königspark, wie klasse. Einer ist aber schon da, ein Besucher immerhin. Und wie viel kostet das eigentlich in unserem Fillerpark? 20 Euro. Weil das wird ja angenommen, insofern nehmen wir das auch mal dafür. Hui, das ist ja das Maximum. Aber es wird angenommen, Punkt. Dann sollten wir es mal lassen. Das wäre übrigens auch eine Frage, um ins Plus zu kommen. Jetzt kommen wir leicht ins Plus, das ist aber noch nicht der Park. Aber die, jetzt geht es auch schon wieder runter. Die Steuern nochmal zu erhöhen, wie wäre das denn? Ich meine, wir haben ja doch so einiges schon geschafft. Was haben wir aktuell als Einnahmen? 12, 12, 12. Sagen wir mal 13, 13. Da haben wir 13. Bei den Dicht machen wir auf jeden Fall mal 13. Und hier machen wir auch mal 13 bei den Bürogebäuden. Gucken, was das schon mal gibt. Ist natürlich schwierig, die Preise zu erhöhen, wenn gerade sowieso keine Anfrage ist. Aber das nehmen wir jetzt mal mit. Gut. Das haben wir gemacht. Dann bräuchten wir auf der anderen Seite noch einen Park. Fände ich jetzt ein bisschen too much. Lass uns erstmal gucken, ob der genauso angenommen wird. Ich denke, das ist gut. Also erstmal sieht das schön aus. Ich gucke nochmal, was ich deine Offline-Zeit vielleicht noch so leicht dran verbessere, wie auch immer. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall auch mal die Touren an für die Touris. Denn wir haben ja schon einige Touren hier, einige Touris hier. 551, das ist aber auch noch nicht genug. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil wir ja gar keine Touren anbieten. Das könnte durchaus sein. Erstmal sage ich danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin aber bitte das Wichtigste. Bleibt gesund. Ciao, ciao.